Professional Intermittent Training. Die Zerberstung. Heute zum Thema Klimmzüge für den Bizeps. Viel Spaß bei dem Video. Klimmzüge sind eine Übung, die normalerweise darauf ausgerichtet sind, den Rücken vorrangig zu trainieren, den Rücken zu treffen. Wir wollen euch heute aber mal zeigen, wie man mit Klimmzügen auch den Bizeps ganz gezielt trainieren kann. Warum sollte man das vielleicht machen? Nun, es gibt halt Menschen, die sind von der Veranlagung her so aufgestellt, dass sie ohne sich da überhaupt groß drauf konzentrieren zu müssen, keine Probleme haben, aus dem Rücken zu ziehen, aus dem Rücken zu arbeiten, aber dann auf der anderen Seite eher Probleme haben, den Bizeps überhaupt zu treffen, den Bizeps zum Wachstum anzuregen. Und für diese Menschen kann es durchaus sinnvoll sein, Klimmzüge mal so auszuführen, dass man sie ganz bewusst, ganz gezielt auch wirklich im Bizeps merkt. Wir machen euch jetzt erstmal die Variante vor, bei der man ganz gezielt aus dem Rücken arbeitet. Der Lukas macht das hier einmal. So, wenn man aus dem Rücken arbeiten will, sorgt man halt dafür, dass man sich einmal komplett aushängt und aus der ausgehangenen Position, hänge ich nochmal einmal komplett aus, die Arme sind komplett gestreckt, er lässt den Unterkörper jetzt ganz weit Richtung Boden fallen, dass der komplette Körper komplett gedehnt ist, guckt nach oben, holt dann so den ersten Kontakt zum Latt, indem er den Unterkörper ein ganz kleines bisschen hochzieht und zieht dann wirklich aus dem Rücken unten auf die Bauchmuskeln drauf, bringt den Oberkörper leicht nach hinten und kommt dadurch ganz unten in den Latt rein. Dazu gibt es bereits ein Video von mir, da wollen wir heute auch gar nicht so im Detail drauf eingehen. Das ist halt die rückenbetonte Klimmzugtechnik. Wenn man jetzt ganz gezielt mit dem Klimmzug auch den Arm mal trainieren möchte, dann macht man das so, dass man keinen V-Griff nimmt, sondern dass man einen Untergriff nimmt. Im Untergriff hat man den Bizeps sowieso automatisch etwas mehr drin von der Beteiligung her, was die Kraft betrifft, beziehungsweise dass man einfach den Bizeps von vornherein in die Übung automatisch mehr hineinnimmt und gar nicht so sehr aus dem Rücken zieht. Das heißt, im Untergriff ist es sowieso schon vom Haus aus schwerer aus dem Rücken zu ziehen als im V-Griff. Deswegen eignet sich der Griff auch, wenn man ganz gezielt wirklich den Bizeps trainieren will. Lukas macht jetzt einmal vor, wie man ganz gezielt beim Klimmziehen aus dem Bizeps arbeiten kann. Man geht nämlich her und hängt sich nicht komplett aus. Häng ich einmal komplett aus, bitte. So, das wäre jetzt die Variante, bei der man auch im Untergriff ganz bewusst unten aus dem Rücken arbeitet. Wenn man jetzt aber sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so sehr aus dem Rücken arbeiten, sondern ich möchte die Übung für mich jetzt nutzen, um gezielt den Bizeps zu treffen, dann beuge ich die Ellbogengelenke schon ganz leicht an und starte auch nicht mit einer Initialbewegung aus dem Rücken, sondern spanne jetzt hier ganz gezielt vor der Bewegung die Bizepse an und ziehe dann auch im Laufe der Bewegung nicht unten auf die Bauchmuskeln, das heißt unter die Brust, sondern ziehe ganz bewusst ganz dicht am Kinn vorbei, oben auf die Brust drauf. Und schon bin ich viel, viel konzentrierter und intensiver im Bizeps drin. Warum ist das so eine gute Alternative, den Bizeps zu treffen und den Bizeps zu trainieren? Bei den meisten Isolationsübungen, beziehungsweise eigentlich bei allen Isolationsübungen ist es so, also bei Bizeps Curls, ob es jetzt mit der Kurzhantel ist, ob ich mit der Langhantel Bizeps Curls mache, und auch bei den meisten Maschinen ist es so, oder bei Kabelübungen ist es auch so, dass man den Bizeps eigentlich nur über ein Gelenk benutzt, nämlich über das Ellbogengelenk. Bizeps hat aber einen zweigelenkigen Anteil, der auch mit über das Schultergelenk zieht. Wenn man den Bizeps jetzt vollumfänglich benutzt, indem man halt über beide Gelenke zieht, das heißt nicht nur über das Ellbogengelenk, sondern auch über das Schultergelenk, wie es eben bei Klimmzügen der Fall ist, wird man da auch einen deutlich krasseren Wachstumsreiz setzen können im Bizeps. Was jetzt im Umkehrschluss nicht heißt, dass der Bizeps, wenn man die rückenbetonte Variante macht, im V-Griff mit Aushängen den Bizeps gar nicht trifft. Aber wenn man da zu den Menschen gehört, die ein Problem haben, den Bizeps überhaupt anzusprechen, sollte man vielleicht wirklich mal versuchen, schon mit leicht angebeugtem Arm zu starten, um wesentlich mehr Kontakt in den Bizeps von Anfang an hineinbringen zu können. So, auch hier, Umsetzung nach Pit heißt wirklich, nach jeder Wiederholung einmal kurz hinstellen, locker lassen und nochmal neu aufbauen. Mache ich noch ein paar Wiederholungen? So, und bei jeder Wiederholung wieder darauf achten, die Ellbogengelenke sind schon leicht gebeugt, ich spanne den Bizeps vorher ganz gezielt an und versuche auch den Oberkörper möglichst aufrecht zu halten, um so wirklich möglichst viel Kraft aus den Armen, aus den Bizeps zu holen und hierbei den Rücken eigentlich nur helfen zu lassen. Das ist halt eine komplett andere Ausrichtung der Übung, als wenn ich die Übung aus dem Rücken mache. Dabei versuche ich eher
den Bizeps nur die Arbeit machen zu lassen. Bei der Ausführung jetzt versuche ich eher, den Bizeps die Arbeit machen zu lassen. Nicht bei der Rückenbetonenübung versuche ich halt eher, den Rücken die Arbeit machen zu lassen. Der Bizeps hilft nur mit. Hierbei ist es eher so, dass ich versuche, möglichst viel mit Bizeps zu machen und der Rücken hilft nur so ein bisschen mit. Ja, soweit so gut. Hast du noch Fragen? Nee, der Bizeps brennt aber. Sehr gut. Also ich denke, wir haben ganz anschaulich gezeigt, wie man die Klimmzüge auch aus dem Bizeps heraus machen kann, wie man diese Übung für sich nutzen kann, um eine Schwachstelle dort auszumerzen, eben dadurch, dass man nicht nur Isolationsübungen macht, um diese Schwäche auszumerzen, sondern halt gezielt die Klimmzüge nutzt als mehrgelenkige Übung, die halt die beide Anteile vom Bizeps anspricht, den eingelenkigen Anteil und den mehrgelenkigen arbeitenden Anteil. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr Links zu meinen Social Media Kontakten und zu denen vom Lukas Alexander. Schaut auch auf unserer Internetseite vorbei, da findet ihr mehr Informationen zu der Trainingsphilosophie, HIIT dazu, warum es so viel Sinn macht oder wie das funktioniert, dass man nach jeder Wiederholung eine kurze Pause einlegt und jedes Mal wieder aus der muskulären Vorspannung viel zielgerichteter, viel effektiver die Zielmuskulatur trainiert und auch erschöpft. Schaut vorbei unter www.pit-training.de, ist hier unten eingeblendet die Domain. Wenn ihr die ganzen Grundübungen mal unter meiner Aufsicht am eigenen Körper erfahren wollt, erleben wollt, spüren wollt, wie das Ganze ankommt, wenn man auf die ganzen technischen Feinheiten achtet, kommt zu einem meiner praxisorientierten Seminare. Auch da könnt ihr weitere Informationen abrufen unter www.pit-seminar.de. Diese Domain ist auch unten eingeblendet. Termine, Tickets, gibt es da alles nachzulesen. Okay, ja, vielen Dank für heute. Kommentare, Kritik, Anmerkungen, Wünsche, einfach alles unter das Video in die Kommentare posten. Wir sagen vielen lieben Dank für heute. Macht's gut. Ciao. Haut rein.